So, damit sind wir jetzt live. Ein Tag verspätet, aber nichtsdestotrotz zum ESL Thinkfast Razor League Finale in der ersten Qualifiers von 4 zwischen den Northern Lions und Chilliwilly. Ich bin Sinsason und ich freue mich auf ein super Finale. Das, wenn man es zurückerinnert, letztes Halbfinale, zumindest was das, was ich gesehen habe, zwischen Tiny Team und Northern Lions, war ein extrem spaßiges Base Race, ein 60 Minuten Base Race am Ende. Ich bin gespannt, ob und wie Northern Lions oder Chilliwilly das Ding noch toppen können. Und das geht auch schon ziemlich schnell voran hier. Terrorblade immerhin gebannt, aber Void Skywrath Mage Combo und Northern Lion packen die Death Prophet aus. Nicht sicher, kann durchaus länger gehen, aber das scheint hier so zu sein, dass Northern Lions auf Konfrontation aus sind und Chilliwilly durchaus mit der Krone dagegen halten wollen. Und Wraith King als zweiter Pick. Ja, super gegen die Chrono. Kann sterben. Und ist zumindest erstmal so immun gegen die Faces Void Skywrath Mage Combo. Mit Chrono und. Ja, dem Mystic Flare. Ist jetzt die Frage: immer noch Faces Void, Safe Lane oder Offlane? Immer noch die Frage: kann immer noch super Offlane sein? Aber es ist halt die Frage, inwieweit sie die Chrono wirklich nach 6 Minuten haben wollen oder inwieweit sie sagen, okay, hier 10 Minuten haben wir. Death Prophet muss ja auch erstmal Level 9, 10 werden, bis sie den ersten Tower pusht. Und bis dahin hat der Void Zeit, fett genug zu werden, dass sie ab dann kampfbereit sind. Legion Commander und Centaur werden hier rausgebannt, noch ein bisschen die Initiation hochzutreiben. Lion ist der erste Band von Chilliwilly. Und vielleicht Ancient Apparition ist hier der nächste Bann. Auch gegen ihr Void in der Chrono immer ganz, ganz praktisch. Aber nichts da. Chilliwilly müssen sich jetzt überlegen, was sie noch für die Chrono reintun wollen. Northern Lions haben nichts gebannt, was irgendwie mit der Chrono synergiert. Also so Dinge wie Witch Doctor und Sand King. Aber das ist in letzter Zeit auch nicht so naja, verbreitet gewesen. Chilliwilly ging hier mit dem Ogre-Magier. Den haben wir letztens von Northern Lions gesehen. Ich überrascht es ehrlich gesagt, dass sie so oft gespielt wird. Ein Stun, ein Slow. Bloodlust ist immer gut. Naja. Northern Lions picken hier den Tidehunter als weiteren grünlichten Helden für ihr Lineup. Synergiert natürlich auch ziemlich gut. Teamfighten und so. Death Prophet kann am Tower stehen. Tidehunter steht hinten und wartet auf die Initiation des Gegners. Sei es die Chrono, sei es X, was noch aufgepickt wird. Und sind gut. Und wir gehen mit der Queen of Pain tatsächlich. Die auch im letzten Spiel drin war. Interesting, interesting. Also wir haben eine Queen of Pain Mitte, Skywrath Mage, Ogre Magier Support. Und das Duo ist tatsächlich, wenn es roamt, richtig potent. Also die können einiges zusammen machen. Sie haben einen richtig Long Range Slow. Danach haben sie noch einen Slow zum Follow-Upen. Sie haben Stun. Und sie haben einiges in Damage. Und das zusammen mit der Queen of Pain, die durchaus einen Damage von sich selber aus hat, könnte das in der Mitte sehr viele Probleme geben für die Death Prophet, die ohne Escape doch relativ squishy ist, wenn sie zu weit vorne ist. Hat hauptsächlich Movement Speed und ein bisschen tanky. Und das ist halt die Frage, ob das die Rotations von Chilliwilly abhalten wird. Also es scheint so, als ob Northern Lions relativ früh zusammengroupen und pushen werden. Und mit Queen of Pain vs. Void, glaube ich, haben sie da schon die Möglichkeit entgegenzuhalten. Und halt, naja, Northern Lions davon abzuhalten zu committen, beziehungsweise zu punishen dafür. Vengeful Spirit als letzter Pick hier kann Leute aus der Chrono retten. Und jetzt haben sie den zweiten Reliable Stun, was durchaus für Rotations sehr, sehr wichtig ist. Ja, die Wave of Terror für Blinks zu verhindern, wird hier wohl nicht gebraucht werden. Also für Blink Daggers zu unterbrechen. Blink ist natürlich von der Quap immer noch da.
Rana-Bannen ist tatsächlich wahrscheinlich relativ sinnvoll gewesen. Wäre noch eine gute Möglichkeit hier. Wir brauchen eben jetzt noch einen Carry. Und sowohl Wraithking als auch Myrana wären durchaus hier Möglichkeiten gewesen. Gar nicht sicher, eventuell der Wraithking wäre hier nicht so die optimale Position zum Carryen. Denn, ja, sie haben den... Ja, Queen of Pain kann slowen, Ogamaya kann slowen, Skyrath Mage kann slowen. Es wäre relativ einfach, ihn zu kiten, wenn er kein BKB hat. Und es ist halt auch irgendwann zu Ende und auch ein bisschen, bis es da ist. Daher sollten sie eher was Fernkämpferes nehmen, was vielleicht aber auch mit der Quopf klarkommt. Denn die wird relativ schnell drin sein, aber dann auch gebürstet werden können. Irgendwas, was mobil ist. Eventuell sogar irgendwas mit einem Blinkdagger. Also Draw oder Sniper wäre hier eine Möglichkeit. Besonders Sniper könnte ich mir hier vorstellen. Einfach weil sie am Tower stehen, den siegen können und gleichzeitig in der Hand hat immer noch die Ravage haben, wenn die Initiation kommt. Dass sie dann ja nicht so schlimm gemacht wird und Venture Spirit kann halt immer noch den Sniper aus der Krone rausholen, der dann den Void abknallt, während in der Krone mit der Venture Spirit beschäftigt ist. Die Frage ist halt, was noch Chili Willy jetzt nimmt. Carry ist noch drin oder eine Offlane. Eventuell sowas wie ein Silencer wäre auch noch möglich. Aber naja, nur für die Ravage abzuhalten, vielleicht nicht so viel. Vielleicht tatsächlich auch ein Clockwork, um den Titan da rauszuhalten. Aber... Die Center ist auch schon raus. Aber an Carries gibt's genug. Wenn sie einfach nur warten müssen, bis ja, sie den Push überstehen, wäre es eventuell sogar gut, Inspector zu spielen. Oder Kunker. Kunker ist interessant. Carry Kunker wahrscheinlich sogar. Oder ein Skyrath Mage mit der Quop, Carry und Kunker Support. Nein. Kunker. Kunker mit der Chrono natürlich, sehr potent. Aber sie haben sie jetzt komplett auf Chrono fokussiert. Das heißt, wenn die nicht sitzt, haben Chili Willy so ein kleines Problem, glaube ich. Viel Druck hier auf dem Void. Jetzt müssen sie halt nochmal gucken. Sniper wäre vielleicht doch nicht so eine perfekte Idee gegen Kunker. Der einfach X-Max the Spot auf den Sniper macht und dann hat der Sniper ein Problem, weil da kommt gerade alles auf ihn geflogen. Auf jeden Fall ein Carry, der damit klarkommt. Sei es die Spectre, die nach der Krone in den Fight reinkommen kann und wahrscheinlich mit viel Lust draußen sein kann. Wäre durchaus eine Möglichkeit. Naga wäre natürlich auch immer drin. Vielleicht eher was mit Push. Und dann ist das tatsächlich der Wraith King Carry. Und ein Disruptor dazu. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wraith King könnte halt, wie gesagt, sehr, sehr stark gekitet werden. Das ist so das größte Problem, was ich hier sehe. Pick. Immer diese Wartezeit davor, aber naja, ist halt so. Und die obligatorische Pause dazwischen natürlich. Für die Leute, die AFK geworden sind. Schade, too lol. Okay. Northern Lions gegen Chili Willy. Weil die Pause los ist, werde ich die Teams introducen. Ansonsten, ja, Disruptor könnte den Void kurzzeitig zurückglimpsen, könnte zumindest dafür sorgen, mit einem schnellen Static Storm, dass er die Krone nicht rausbekommt, oder die Quop davon abhalten, mit dem Static Storm reinzublinken, beziehungsweise dann halt drin zu haben. Das Problem ist aber, Quop wird relativ schnell ein BKB zusammen haben und ja, ist dann relativ frei, das zu tun, was sie will. Und dann haben sie eigentlich auch nur Magic Damage. Natürlich ist Exorcism da.
Aber eine Quap inmitten von allem mit einem BKB kann noch durch gegen das Lineup richtig viel Damage anrichten. Mal gucken, wie sich das Ganze auszahlt. Aber den Void könnte man am Anfang zumindest mit dem Disruptor Ulti einfach davon abhalten, eine relativ einfache Krone zu bekommen. Also reinspringen und Kronen. Von daher muss er sich vielleicht, wenn das ein, zweimal passiert, was anderes ausdenken. Und eben nicht mit Ansage quasi die Krone machen, denn Time Walk ist doch eine relativ große Ansage. Ich will hier Ulti machen, wenn er in alle reinspringt. Aber die Pause dauert noch ein bisschen. Wahrscheinlich wieder. Okay, erstmal jetzt ein Go. Keine MFK. Alle vom Klo zurückgekommen oder sonstiges. Ah, oder wieder auf Klo gegangen. Fünf Sekunden des Spiels haben wir schon. Ping, 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 ja. Tja, 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 tja. Und Laning-weise, Wraith King und Vengeful Spirit sind da ganz gut. Ja, Disruptor mit einem Kinetic Field könnte doch einiges machen. Killing Potential sollten sie haben, wenn overcommitted wird. Faces Void Offlane hat halt immer noch den Time Walk. Problem ist, wenn er den zu früh macht und von der Glimpse gecatcht wird, ist er tot. Natürlich. Ping, 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 ping. Beim Tidehunter sieht es auf der Lane, ja, nicht so direkt mit der Positioning tödlich aus. Das Problem ist ja, der braucht richtig viel Regen. Sowohl Ogre. Oh oh. Wird hier Roshan gespawnt? GG. Nein, 666. Number of the Beast. Und go. 666. Nein, GGG. Ah, GGG erinnert mich doch was anderes. Okay, wir haben Chili Willy. Kunkka geht auf die Safe Lane. Gespielt von Tokasan. Come on. Ebola kommt nach, geht nach unten zu den USA. Geht nach unten. Queen of Pain von Liebe M. In der Mitte Ralphie auf dem Ogre Magi und Dante auf dem Faces Void. Das war Chili Willy. Auf den Alliance. CA geht nach unten auf dem Tidehunter. Hat relativ ausreichend Regen dabei. Phantom XP in der Mitte auf der Death Prophet. CYT. Ne. CWYT. Auf dem Disruptor Support. Zusammen mit Evasion. Ja. Und Ingman auf dem Wraith King Carry. Zeit. Ja, könnt nochmal pausen. Sind also wenige Pauses gewesen. Kunkka! Oh, Titan der Kunkka, das Matchup, yay. Ist doch schön. Ist doch schön. Ja, was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben Chili Willy, die aus Serbien kommen. Dementsprechend hatten sie wahrscheinlich serbische Caster, die Chili Willy casten wollten. Und die Northern Lions aus Europe. In den Shoutouts dementsprechend wahrscheinlich. Wahrscheinlich aus Schweden kommen. Zum Hauptteil. Ja, Ward ist gestellt. Titan wird gucken, ob er die Rune bekommt. Ist jetzt so die Frage. Stun und Sneak. Aber Titan kriegt tatsächlich noch die Haste-Rune und das ist das Einzige, was ihn da gerade davon abhält, zu sterben. Okay, er hätte keine bessere Rune bekommen können. War ein bisschen greedy vom Titan, oder? Aber ist nochmal gerade so gut gekommen. Chili Willy hatten sie da gedacht, so, okay, was macht der da? Wenn es halt alles andere als eine Haste oder eine Invis-Runde gewesen wäre, wäre er tot. Andererseits, Invis-Runde mit dem Sentry-Board hätte ihn auch nicht gerettet. Also, hat er sehr. Ja. Im Nachhinein wird er sich denken, ups, das war verdammt knapp.
Top-Laner haben wir Faces Void, der ein bisschen geharrassed wird. Keine Punkte auf Backtrack, von daher macht Disruptor erstmal noch schön Harass Damage. Und in der Mitte picken natürlich jetzt erstmal den Sting ab. Shadow Strike ist, ja, auf Level 1. Richtig starker Spell. Hat jetzt hier knapp 150 Damage gemacht auf Level 1. Einiges. Hätte, scheint Kunker erstmal so ein bisschen davon abzuhalten, zu lasten. Aber der Pull ist jetzt da. Genauso wie auf der Seite von den N-Lions. Nur, dass der Pull-Through wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird. Der hier von Chili Willy relativ einfach zu vonstatte ging. Harris geht hier weiter. Wird auf jeden Fall noch ausgenutzt, bevor die ersten Backtricks rauskommen. Die sollten vielleicht einiges von dem Damage vom Thunderstrike abhalten. Bei uns auf die Last Hits, die aber noch nicht so viel aussagt. Außer, dass Shadow Strike viel Damage macht und so eine Death Prophet doch relativ langsam ist. Ohne Boots gegen eine Quap und hier einiges an Damage nimmt. Ich bin nicht freut, wenn sie demnächst irgendwann mal ihre Bottle fertig bekommen. Void skillt Timelock als erstes. Will sich sicher sein, dass er dann Kills bekommt, wenn sie sich welche anbieten. Uga Magier wird hier gefunden. Na, keine Punkte in Gush, sonst hätte er da wesentlich mehr Damage machen können. Aber auf Level 2 einen Punkt in Gush zu haben, ist halt auch so Support. Und das ist er definitiv nicht. Faces Void geht hier zur Rune. Ist aber schon länger weg. Muss hier zurückgehen, wird aber nicht gesehen. Sonst wäre hier durchaus Potenzial, noch ein bisschen Harris reinzutun. Eine Ward von ihm auf der Lane, muss da relativ vorsichtig sein. Supports sind gut im Zone, aber jetzt ist es ein bisschen zu weit. Keine Punkte im Backtrack, Easy Kill, First Blood für den Wraith King. Bisschen zu weit vorne, bisschen auch unterschätzt. Es war immer am Anfang ein bisschen Harris vom Disruptor und halt auf einmal kommt das starke Killing Potential so schnell zum Tragen, dass er nicht damit gerechnet hatte. Pull-Through vom Ogre-Magi. Wird er vielleicht, wird sich der Lighthunter Saar seine Creep Wave mitnehmen? Ja. Hat der Akro gezogen und ist auf dem Weg über den Tower zu sich. Hat einmal einen Creep verloren. Und scheint vielleicht noch mehr zu verlieren. Nein. Kommt hier hoch und geht sogar zur Mitte der 1 Tower, um ein bisschen was vorbeizubringen. Gleichermaßen kommt wieder der Smoke, der könnte vielleicht die Quap bisschen davon abhalten, hier weiter die Lane runter zu gehen, weil sie halt weiß, dass Titaner da ist. Von so her, nach dem Tower, sollte er wieder zurückgehen. So aussieht, als ob es nichts wäre. Glimpse ist 2 Punkte drin, ja. Jetzt wird halt die Frage, ob es overconnected ist. Ja, okay. Nicht ganz rein. Der Damage sollte nicht ausreichen, aber mit Thunderstrike. Ah, nicht genug Damage hier. War knapp, aber der Glimpse war vielleicht. War, er hätte nicht mehr als hier hinkommen. Hätte noch hier auf der Ecke noch werden können, aber das hätte ihm auch nicht geholfen. Faces Void wird hier ein bisschen cocky. Weiß, dass nicht so Wort Supports Mitte sind. Kann ein bisschen aggressiver spielen. Dann kommt aber. Disruptor will eigentlich nichts damit zu tun haben. Hat auch noch Clarity. Will er nicht in die Quiff laufen. Und auf einmal sind es 3 Heroes Mitte von Chili Willy. Die auch smoken. Aber andersrum kommen. Untenrum am Tower vorbei. Ist ein bisschen greedier, ist ein bisschen schwieriger. Muss er eventuell Sequop diven. Bei vollem Leben wird das vielleicht nicht so passieren. Die Support kommt rein, ist richtig greedy, aber scheint sich auszuzahlen. Kill auf die Quap. Uga Magi wird getroffen, aber knapp außerhalb der Tower Range. Von daher kommt hier kein Follow-up. Hätte eventuell was gegeben, wenn er ein Tower Range wäre. Aber Kill ist ein Kill. Bunker gegen Tidehunter. Das schöne Lineup auf der Botlane. Sieht doch für Kunker relativ gut aus. Hat 30 zu 20. Richtig Fokus auf Denies.
Und Titan damit 3 zu 0 erst. Level 3 gegen den Aces Void, der Level 4 schon ist, obwohl er einmal gestorben ist. Bunker hat da doch einiges auch. Auch in Harris-Möglichkeiten mit dem Tidebringer. Level 6 ist vorhanden. X wird geskillt, ist auch schon so weit, dass das ein direkter Torrent ist. Von daher könnte man hier demnächst einen Kill sehen. Kommt drauf an. Ja, Festes Void hat einen Disruptor gefunden. Aber schön in den Wäldern gejuckt. Nichts weiteres passiert. Aber irgendwie, weiß nicht. Billy Billy haben so ein bisschen die Nase vorne. Die Frage ist halt, inwieweit der Skeleton King da wirklich mit der Midas den Unterschied macht. Das könnte aber durchaus machen, je nachdem, wie das Ganze so läuft. Die Frage ist halt, ob auch der Kunker und der Skywrath Mage jetzt so langsam das Killing Potential ausfahren. Das ist Level 4 und Level 3 die Supports, aber Kunker ist jetzt so weit, dass er den Setup überzeugend rüberbringen kann. Die Lane ist bereit. Gut für Wraith King. Und wenn, ja, wenn er demnächst nach vorne kommt, jetzt könnte es ein Kill sein, ja. Glimps. Oh, perfekter Glimps. Das war bitter, dass er da wirklich genau zurückkam. Aber ja, wie ich halt schon gesagt habe, so. Man hat's gesehen. Wir haben jetzt gesehen, okay, wir sind nah genug dran. Glimps ist ready. Level 2. Hat einiges an Range. Reicht auf jeden Fall. Und dann. Well executed. Oder 2 zu 1 für Northern Lions. Noch nicht sichtbar, ersichtlich, aber es sind tatsächlich Chilly Willy, die in der ersten Tower pressuren. Und nicht die Krobelus, die noch ein bisschen braucht, bis da das Exorcism wirklich rauskommt. Also vielleicht Level 9. Je nachdem wirklich, inwieweit die Punkte in Witchcraft investiert werden, um mehr Spirits zu haben. Wraith King, don't care. Unterm Tower schon am Last hitten. Aber ja, erstmal haben sie hier den Titaner gefunden, der mit der Sonic Wave gerade so stirbt. Richtig knapp. Aber naja, wenn man auf den Hero klickt, reicht, ist die Ranger genug, ne? Wurde da gefunden. Der Watts hat's gesehen. Dementsprechend war das schön erkannt, dass sie den Tower nicht so wirklich einfach bekommen. Und halt lieber den Tidehunter auf der Top-Lane oder an der Top-Rune bekommen. Es kommt raus, ist der Stun da knapp daneben. Knapp zu spät. Wenn schon, hätte es einen Kill geben können. Auf die Backtracks kommt an. Das, cool, das Tolle ist, dass er keine Backtracks hat. Dementsprechend wäre das tatsächlich ein Kill. Sorte muss ja aufpassen, sollte tot sein. Aber mit dem schönen Feld könnte er das überleben. Frage ist, wie viel Damage da ist. Muss ja aufpassen, juckt das Ganze schön und jetzt kann er das Ganze tatsächlich turnen. Und zwar wie sie das turnen, komplett mit allem. Hätte eventuell 150 Leben. Nee, auch relativ wenig Damage. Tower geht down, denied. Well played von den Other Lions, 2 zu 4. Hier in kürzester Zeit doch das Spiel ein bisschen umgedreht haben. Halt die, im Farm sind sie ja trotzdem ein bisschen weit vorne, dementsprechend wahrscheinlich auch, ja, Networth war vorne, 400, also nichts. XP sind Chilly Willy nach vorne, weil, naja, Gareth Mage und Ogre Magi den Dschungel besser nutzen konnten und auch die bei den Kills dabei waren und solche Kleinigkeiten. Aber ja, das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Frage ist halt auch, wann das erste Exorcism kommt, wie erfolgreich es sein wird. Ist jetzt hier komplett Witchcraft, dementsprechend werden wir gleich wohl den ersten Punkt im Exorcism sehen. Auch schön gesehen hier die Trap von Quap oder generell von Chilly Willy. Haben wir gesehen, okay, sie kommt runter, das heißt, die Quap geht zur Rune und beide Supports warten hier gesmoked darauf, ob die Death Prophet Contesten kommt. Fiend of Pain ist auf der Jagd. Findet hier den Tidehunter und zufällig, okay, das
War vielleicht ein bisschen zu frühzeitig, aber ja, Queen of Pain mit einer Ace-Drohne. Werden sie nicht bekommen. Dafür müssen sie tatsächlich jetzt in der Top-Lane aufpassen. Ja. Gehen hier auf den richtigen. Werden wahrscheinlich das Garryth-Mage finden, aber zu dritt jetzt hier. Der muss... Oh nein, er hat seinen Magic Wand benutzt. Ich frage mich, warum er das getan hat. Denn das hätte er definitiv ändern können. Wenn er jetzt den Magic Wand noch machen kann, ein bisschen länger überleben, aber ich weiß nicht, was ihm das bringt. Hätte den Magic Wand gelassen und wäre zurückgelaufen, wäre er gestorben, bevor die Reincarnation hätte. Das hätte ihm auf jeden Fall 240 Sekunden, 250 Sekunden, 260 Sekunden Cooldown erspart. Wäre, glaube ich, hier definitiv die bessere Entscheidung gewesen. Vielleicht hat er aus Panik doch noch den Magic Wand gedrückt. Und so ist es halt. Ja, Level 8 ist schon reasonable, dass er den Ultimate skillt. Aber den da zu benutzen, halte ich für einen... Halte ich für ein Missplay. Also gut. Skeleton King muss jetzt die nächsten 4 Minuten sehr, sehr vorsichtig sein, was er sonst so macht. Kings kommen raus, aber nicht rechtzeitig. Static Field hat jetzt tatsächlich... Ist okay. Anscheinend, wenn das Static Field hier ist, gibt es nur hier Vision. Daher hat er leider nicht da reingucken können. Zumindest sah es so aus mit der Vision hier. Tidehunter hat bald seine Mana Boots, wenn er darauf gehen will. Oder wenn er auf den Blink sparen will. Ist die Frage. Jetzt einmal gestorben. Ist nicht so viel, aber geht auf die Mana Boots. Will den Sustain. Und weiterhin halt auch Creepself mit konsistentem Anchor Smash hier down bekommen. 30 Sekunden. Zeit, die Engine stacken zu gehen. Hat dort auch schon einen Doppelstack. Von daher gut dabei. War ein bisschen 10 Sekunden zu früh, aber naja. Die Supports waren auf der Jagd. Und dann war es das so. Okay, Tower wird unten gepusht, aber ein Alliance scheint das Ding contesten zu wollen. Die Illusions machen ihm aber nicht einfach, da uncontested reinzukommen. Exorcism wurde benutzt. Glyphe, einer ist da. Und ganz knapp daneben. Da kriegen sie tatsächlich nichts für zwei Ultis. Okay, dass er da nicht gestunt hat, überrascht mich. Irgendwie funktioniert gerade bei den Alliance irgendwie nichts. Das war bitter, das hat richtig großen Unterschied gemacht hier. Exorcism auf Cooldown. Disruptor auf Cooldown, ha. Da können sie jetzt einfach wieder nach dem Exorcism reingehen und den Tower forcen. Ich glaube nicht, dass Inlines den danach contesten können. Das scheint nicht der Fall zu sein. Vielleicht kriegen sie den Nahe raus, aber sie sollten nicht zu weit vorne kommen, sonst passiert nämlich das hier. Dadurch easy kill auf den Disruptor. Mit dem Ward hier auch relativ einfach zu spotten. Kann man auch der Ping raus, so, Leute, ich glaube... Wir haben dort hier einen Ward stehen. Das ist... Ha, gerade so. Oh, die Mask of Madness kam 5 Sekunden später an. Das ist bitter, mit der Mom hätte er den auf jeden Fall bekommen, den Kill. Und auch, naja, 20 Sekunden, ja, 20%. Er hatte 3 Hits bekommen. Das war nicht ganz 100% statistische Chance, aber... wartet hier auf seinen Tod. Das sieht, okay, das geht nicht mehr. Hätte vielleicht nur wieder nach unten juken können. Aber ja. Stimmung gemacht von der Quop, die ein Kind nach dem anderen bekommt. 4-0-2. Und tatsächlich könnte dies sein, die das Spiel hier für Chili Willy so ein bisschen entscheidet. Denn sowohl Kunkka als auch Quop sind die Leute, die den Damage machen hier. In die Chrono hinein. Wenn die weit vorne sind, dann ist auf jeden Fall der Damage richtig ausreichend. Was, wenn die Chrono sitzt, ziemlich in den Teamwipe passiert. Aber die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da, mit dem Disruptor Bob mal zu finden. Aber das Potenzial für Solo-Pickoffs wird auf jeden Fall schwieriger jetzt. Aber schöner Swap und... da hätte ich fast gedacht, dass es vorbei wäre hier. Aber hat doch noch gesessen. So geht es natürlich auch.
wenn die Quark ein bisschen overconfident wird. Schönes Disruptor-Ulti. Und jetzt kriegen sie tatsächlich die beiden Supports gekillt. Hunker ist noch drin, aber könnte hier eventuell unterbrochen werden. Oh, Leute. Das muss jetzt hier nicht sein. Das wäre ein einfacher Glimpse gewesen. Wenn die zurückgeglimpst und dann hittet tatsächlich noch auf dem Master of Madness, das ist einiges in Damage macht. Aber Wraith King war nicht rechtzeitig da, um das zu machen. Disruptor. Ist ja da hinten. Ja, doch, ist, da kann man durchgehen. Ich dachte schon, ist er in den Bäumen gefangen. Versteckt sich noch ein bisschen, falls da irgendjemand vorbeikommen will und sich so ein Easy Kill snacken will. Aber wird nicht passieren. Wird hier tatsächlich auf den Oils Scepter First gehen. Kann man machen. Eine Glyphe wieder mal? Doch. Auch eine Glyphe, irgendwie verpasse ich das ständig. Jetzt kommen so langsam die Kombos online. Wir haben hier eine Chrono gesehen, zusammen mit einem Mystic Flare. Stun hittet. Aber mehr kann sie nicht vorgewiesen werden. Ich glaube, der Damage direkt wurde auch gebacktrackt, wie es aussah. Und Queen of Pain holt Solo, wird Solo von der Death Puffle gekillt, okay. Exorcism bei der Arbeit. Da, glaube ich, war sie ein bisschen... hat sie sich wohl gedacht, sie kann da... kann da goen, aber das Exorcism hat noch genau lange genug gehalten, um da den Kill zu forcen. Außerdem muss die Quap aufpassen, solange sie wirklich keine Orchid hat. Und oder BKB. Trifft der Silence für der Death Prophet doch sehr, sehr, sehr ins... ja, ins... in die, auf die Schwachstelle von der Quap, nämlich Silences. So, 17 Minuten. Die Grafen haben sich jetzt für Alliance verschoben. Einfach nur wegen dem einen Teamfight und den paar Pickoffs, die sie da bekommen haben. 3 Kills und die Queen of Pain am Ende, also 4 Kills. Waren einiger großer Swing nach unten. Und auch vom Net Worth 4k Unterschied. Die Quap mit 402 war halt einiges wert. Death Prophet 1700 Gold mit einem Oils nach 17 Minuten, das ist schon gut. Nächster Stack wird hier vorbereitet. Auch geguckt, ob hier dann... ob hier ein Ward ist, der das schon blockt. Aber nein, kein Block. Und vielleicht sollte das Drop jetzt zurückkommen, um das Ding weiter zu stacken. Nö. Nicht, hier unten ein X-Max-Spot auf den Skeleton King. Der hat kein Ulti, wird damit down gehen. Schön gemacht. X und Easy Kill. So ungefähr. Das ist halt... Unka ist einer der Carries, die eben immerhin ein gewisses Solo-Killing-Potential haben. Das Schöne am Kunker ist aber, dass er dieses Potential, was er Solo schon hat, einfach mal verstärkt, wenn mehr Helden dabei sind, weil das X eben ermöglicht halt, N-Helden überzeugend zu killen. Oils ist jetzt draußen. Silence ist da. Silence ist wohl ein bisschen zu früh gewesen. Oh, was ein Multicast. Und Easy Kill. Ravage trifft tatsächlich noch. Aber das kann er easy wieder weggehen. Ravage für eine Chrono. Und einen Kill auf den Disruptor am Ende. Den er aber nicht ohne den Multicaster bekommen hätte. 40% Chance. Ja, ist jetzt nicht so, dass es Ultra Luck God war. Naja. Fortified ist hier. 37 AP. Und jetzt müsste der Ogre Magier aufpassen. Gash wird nicht gefollowed. Geben sie sich mit dem Tower auf jeden Fall zufrieden. Wahrscheinlich auch besser so. Supports war jetzt nicht direkt da, aber sicher ist sicher. Booker übernimmt jetzt die Spitze des Farmens, nachdem Skeleton King doch ein paar Mal jetzt gestorben ist. 2 Deaths auf ihm. Insgesamt ist noch okay. Aber jetzt mit den Blinks wird es ein bisschen schwieriger. Der Punkt ist aber, X ist halt ein relativ starker Blink-Counter. Daher sollte er jetzt erstmal nochmal aufpassen. Tidehunter oder Skeleton King scheinen jetzt wohl die Engines farmen zu wollen. Ah, oder auch nicht. Tidehunter ist ein bisschen weit weg. Aber es wäre jetzt auf jeden Fall möglich. Wird wohl mit der Wave of Terror gepult. Oder wird gekauft. Ja, wird gekauft. Ich kann sich also mit dem Stack hier genug zufrieden. Das ist ein Triple Stack. Ist auch ein bisschen schwieriger, hier die zu pullen. Aber eigentlich sollte das doch easy sein. Glaube ich mal, sind die Supports da nicht im vollen Potenzial. Schöne zu viert rumlaufen hier, damit eben die Queen of Pain keine Möglichkeit hat, die Pickoffs zu machen. Gleichzeitig warten sie einfach, bis Ravage wieder online kommt und bis Exorcism wieder online kommt zur gleichen Zeit. Beides noch 45 Sekunden. Das werden sie auf jeden Fall noch abwarten. Denn die Northern Lions haben hier ein Lineup gepickt, was ja darauf wartet,
mit großen Ultis in den Teamfight zu beginnen. Klar, Chili will ja auch in der Chrono. Aber sie haben auch sehr viel Solo-Potenzial, was ich bei den Lines gerade halt nicht sehe. Dementsprechend, warum? Können farmen, haben durchaus potentes Late-Game und fühlen sich hier nicht unter Druck. Ich nehme jetzt Rune für Death Prophet. Gerade so. Wollte hier ein bisschen cocky sein. Keiner das dabei, das wäre doch relativ einfach gewesen, hier die Death Prophet zu finden und zu killen. Mit dem Orchid auch auf der Queen of Pain. Sollte vielleicht die Death Prophet jetzt keinen Go machen. Denn Support scheint auch nicht zu kommen. Holt sich hier noch ein bisschen Erfahrung und wartet, bis die Quap weg ist und kann dann die Creep erfüllen. Ja, levelmäßig Level 8 auf den Supports. Ist für den Spielfortschritt relativ verständlich. Engines werden jetzt hier doch zusammen gemacht, um die Supports auch ein bisschen nach oben zu heben. Tatsächlich wird hier der große Creep, der Avenge, gegeben, damit sie die Medaillons zu Ende machen kann. Reicht nicht ganz, aber schön zu sehen, dass die Supports ein bisschen Liebe bekommen. In den meisten Teams würde ich sagen, es ist nicht so anders so. Ich glaube, die Croc ist jetzt hier tot. Sieht mir sehr nach einem Kill aus. Ja, noch bevor die Krone zu Ende ist. Noch bevor ein Oils benutzt werden kann. Aber Reaver schon aufgepickt. Relativ tanky die Quap, die Death Prophet. 22 Minuten Reaver, das ist einiges. Und ich bin gespannt, ob sie jetzt hier mit dem Medallion Vorschein machen wollen. Möglichkeiten wären da, aber das Warding ist auch noch relativ extensiv hierfür. Und ich glaube, der Kunker sollte jetzt sterben. Swap to be sure. Und das Boot ein bisschen auf Target. Aber hey, der Cooldown ist nicht so lange, wie er stirbt. Und eventuell hätte ihm natürlich der Rum geholfen, da noch ein bisschen länger zu überleben oder seinem Team ermöglichen zu re-engagen. Allerdings ist jetzt das Ding, Roshan wurde gesehen. Und da müssen sie jetzt aufpassen. Aber entscheiden sich wohl, dass sie da nicht contesten können. Death Prophet kommt jetzt auch hinzu, aber dauert noch ein bisschen. Und ja, die Leute sind relativ tanky da drin. Vengeful Spirit könnte man vielleicht schnell bursten. Aber ansonsten ist es eigentlich nichts, wo sie reinspringen wollen. Relativ schneller Ravage. Und natürlich das Disruptor-Ulti auf dem engen Space. Ist eigentlich nichts, wobei man verhalten will. Klar, Chrono wäre noch da. Ne, Quatsch. Chrono ist ja der Punkt, dass sie auf Cooldown war. Von daher haben sie tatsächlich die Zeit genutzt. Ja, und ein Bash. Oh, Sonic Scream auf Cooldown. Das wird wieder hochgebottelt und jetzt können sie das tatsächlich turnen. Ravage ist draußen. Schön unterbrochen. Allerdings, ja. Hätte das besser funktionieren können. Ohne das Oils hätten sie eventuell einen Oils-Kampf für die Quap aufzuhalten. Aber immerhin. Hat eine Regeneration-Rune. Wird relativ, ja, ist es egal. Eventuell hätte sie durch einen Blink, auch wenn ihr gefordert wird, da noch auf dem Weg botteln können. Daher bin ich mir nicht sicher, ob sie die hätten bekommen, wenn sie da eine Art von Initiation drauf bekommen hätten. Ja, Roshan für Northern Lions. Chili Willy verlieren den Void, dass sie da ein bisschen zu tief gedived sind. Rotations kamen. Und wieder geht's hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Networth ist jetzt bei den Northern Lions wieder unten. Aber Towers sind even bis auf einen B1 Tower. Und auch sonst. Beide Teams rotieren so ein bisschen umeinander her, umschleichen sich, weil keiner von den Teams hat so wirklich den Vorteil. Und es bewegt sich an dem Punkt, wo ein Teamfight doch einen riesigen Unterschied machen kann. Wraith King gerade hat 3 Leben. Wird den erstmal nicht so viel stören. Dann könnten sie eventuell in der Aegis fighten. Aegis dauert auch noch 3 Minuten. Haben sie durchaus Möglichkeiten und vielleicht warten sie auch einfach auf die Ravage, die in einer Minute wieder da ist, um danach vielleicht endlich den T1 auf der Bottom Lane zu pushen. Tja, ansonsten Networth spiegelt komplett den, na, fast komplett hier den Last-Hit-Grafen wieder. Außer dass Wraith King
durch das Midas einfach mehr Net Worth hat. Und ja, T1 wird gepusht, aber Chili Willi machen es richtig und machen hier ein bisschen Pressure auf den T2 in der Mitte, sodass sie da auf gar keinen Fall committen können, aber sie sollten relativ schnell da durchkommen, dass sie nach einer Glyphe einfach wieder in die Mitte debieren können. Und wenn das der Titan als erstes macht, oder so, dann könnte das eventuell was geben. Wir müssen jetzt TP'en, hoffen aber auf jeden Fall, dass sie hier... Jetzt kommen sie rein, Blink, Ravage, na? Dass sie den weglaufen. Ja, okay, kriegen wir ins Gareth-Mage dafür. Das, glaube ich, hätte besser funktionieren können. Warp ist jetzt hinten drin. Und da könnte eventuell Disruptor ein Problem haben. Aber schönes Kinetic Field und ein schönes Disruptor-Ulti sorgt dafür, dass die Kopf schon wieder ein bisschen overextended und hier down geht. Hat sich, ja, hat sich definitiv für Northern Lines gelohnt. Disruptor ist doch noch down gegangen, ist vom Orchid gepoppt. Aber Quop würde einen Disruptor und sind mit Hands Tower bekommen. Zugegeben ist fast der T2 down gefallen. Jetzt kriegen sie tatsächlich sogar noch den Ogre-Magier. Beide gegenseitig stunnen. Batz, batz, batz. Und mal schauen, ob sie hier den T2 pushen wollen. Traden wollen. Oder, oh, okay, ja. Oder oben deffen, aber das ist jetzt auch schon vorbei. Also wird das wohl ein 1:1 Trade T2 für T2. Aber Chili Willi geht einfach weiter und sagt, okay, einer muss rotieren. Disruptor ist jetzt hier da. Daher passiert erstmal nichts. Sorgt ein bisschen dafür, dass der noch nicht so schnell weggeht. Und tatsächlich Ravage für den Void genutzt. Was zumindest einen toten Void bedeutet, 55 Sekunden. Allerdings auch 2 Minuten ohne Ravage. Bin mir nicht sicher, wie viel das Zeit halt wirklich wert ist. Da aber dann müssen sie jetzt... Theoretisch müssten sie halt jetzt, um das, damit es das wert zu haben, in den 40 Sekunden einen Tower pushen. Und dann abwarten, bis die Ravage wieder da ist. Das werden sie wohl nicht schaffen. 36 Sekunden, um zu diesem Tower zu kommen. Bei over 9000 Meter zwischen hier und hier. Werden sie wohl nicht packen. Dementsprechend, glaube ich, hat sich das im Endeffekt nicht so viel gelohnt. Aber es sind halt alles Potenziale, die hier gegenüberstehen. Das Potenzial für eine gute Ravage gegen das Potenzial für eine gute Chrono. Und es ist auch einfach sinnvoll, da zu sagen, okay, wir gehen keine Risiken ein, wir benutzen die Ravage, wenn die Ravage up ist, benutzen es, um einen Kill zu bekommen. Ja, was sein könnte, könnte sein, ist aber nicht. Sein oder nicht sein? Sprichwort und Sprichwort. ...28 Minuten, Kunker übertrifft langsam die 200 Last Hits. Auf jeden Fall ein Farm-Battle erstmal. Aber doch... ...reasonable guter Farm auf beiden Seiten hier. Wraith King könnte vielleicht danach direkt auf den Kyras gehen. Gehe ich mal von aus, dass er das tun hier wird. 6 Armor. Kyras ist eine der besseren Items auf Wraith King. Aber... ...komplettes BKB rechtsklickt, das kann man natürlich auch tun. Nicht ganz sicher, ja, gegen Kunker und so ist es definitiv sinnvoll. Sie haben einiges an Magic Damage. Und klar, die Minus Armor würde dem Exorcism helfen. Würde ein bisschen der Krobolus Damage helfen, aber Wraith King ist der einzige richtige Damage Dealer hier. Neben dem Exorcism. Daher wollen sie da auf jeden Fall sicher gehen, dass der genügend ist, um ihn am Leben zu halten und dass er die Supports, die halt kein BKB haben, ziemlich schnell umbringen kann. Auch Kunker könnte da ein einfaches Ziel sein. Battlefield ist fertig, BKB ist fertig, wird danach auf den Delos gehen. Diese schönen One-Hit-Crit-Chancen zu ermöglichen. Dieses BAAAATS Rampage. Ich glaube nicht, dass wir das dieses Spiel sehen können, da wir einen Skeleton King haben, eine Krobelos und einen Titan Hunter. Alle sehr, sehr tanky. Aber zumindest so ein Disruptor könnte schon ein easy One-Shot werden. Ja, also das Gefühl, dass es hier ein Smoke wird. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass... Ja, es scheint so, als ob Northern Line denken, die smoken doch. Weil sie so lange missing waren. Tatsächlich smoken sie es jetzt. Ich glaube... Na, okay. Northern Line smoken jetzt einfach selber. Und sagt, okay, wir denken, dass ihr smoked. Also, naja, warten wir einfach euren Smoke ab und smoken dann nochmal. Roshan dauert noch ein bisschen, bis er da fertig wird. Und beide Teams gehen so ein bisschen durcheinander her. Versuchen hier den T2 zu pushen. Werden aber wahrscheinlich ziemlich schnell
ziemlich schnell wieder zurückkommen müssen, weil der T3 in Gefahr ist. Northern Lines. Ich glaube, da können sie noch ein bisschen hier Push machen, aber sie müssen auf jeden Fall ziemlich schnell zurück. Und ja, die Leute sehen, oh oh, wir haben keine DPs. Das könnte tatsächlich der Unterschied sein, den sie hier brauchen. Und jetzt kommen die DPs. Eine Fortification ist draußen und immerhin treiben sie hier zurück. Glyphe benutzt. Immerhin ein bisschen was getan für Chili Willy, wenn sie sich hier zurückziehen. So, 2 Minuten bis Roshan wieder da ist. Refresher auf Tidehunter. Uiuiuiui. Das ist, ergibt auf jeden Fall Möglichkeiten hier, beim nächsten Teamfight denjenigen auszuradieren, der da ein bisschen daneben sitzt. Aha, Mask of Madness ist nicht an. Mal schauen, ob sie hier das Oils benutzen. Ui. Schön gemacht, aber ich glaube, die Krone wird trotzdem kommen, ja. Das sollte eine sehr schnelle... Oh, wunderschöner, wunderschöner Spot. Deshalb haben sie die auch wahrscheinlich gepickt. Die Frage ist halt, ob sie trotzdem rauskommen wird. Sieht mir sehr, sehr doll nicht danach aus. Ja, nein. Double Kill für den Kunker. Dann sind sie definitiv ein bisschen zu weit vorne. Aber auch schön executed von Chili Willy, die die Möglichkeit gesehen haben, okay, die sind da zu weit vorne. Lass mal hier diesen Wraparound machen. Warum? Ace King blinkt nach vorne, sollte einen Kill auf den Ogermagier geben. Nein, Multicast zweimal und Kunker kommt als Supporter rein. Und da kommt der nächste Support, von daher muss er jetzt sehr, sehr schnell blinken, aber da ist das Ex. BKW wird gepoppt, das könnte dem... Oh, das könnte dem Skyrift-Mage böse erscheinen, ja. Und vielleicht sollte er doch langsam abhauen, denn... Blinken. Aber... Re-engage. Erste Ravage ist draußen. Zweite Ravage ist draußen. Bunker poppt relativ schnell. Und jetzt ist Warp da ein bisschen zu fast ein bisschen zu lange da. Und wird tatsächlich von Tidehunter Swing umgebracht. Da hat sich gedacht, okay, ich habe BKB an. Ich mache ein bisschen Damage. Und dann auf einmal kommen die Crits aus vom Brave King. Jedoch einige Crits aus. 200er plus 200-300% Crits. Jedoch. Einiges kommen. 3500, 3800 Net Worth Swing und 6000 XP Unterschied. Double Ravage und alle Ultis benutzt, die es gaben. Außer das Exorcism haben sie tatsächlich zu viert gemacht. Von daher war aber doch Triple Ravage definitiv eine super Ravage und hat alles gesessen. Der Kinetic Storm hätte noch auf mehreren laufen liegen müssen können, aber brauchten sie zu keinem Zeitpunkt. Der Peter Chat ist an. Doch irgendwie hier ausmachen oder nicht. Anyway. Roshan wird wohl fallen für die Northern Lions. So sehr sie sich auch anstrengen, in Chili Willy hier reinzukommen. Death Prophet wurde mit ihr gefunden. Oh, und das ist bitter. Richtig doll und... Oh, knapp vor der Chrono. Schönes Boot. Trifft auf beide. Und leider ist das schon... Das wurde schon benutzt worden. Und Ventfus Bild hat hier den... Okay. Hat ihn hier genommen. Aber Void, mehr Backtracks, mehr... Ah, 2 Backtracks haben ausgereicht, um das ganze Ding zu beenden. Hinten und vorne wird gekämpft, hinten und vorne. Die Krobulus ist mal wieder jetzt hier vorne und könnte eventuell ein Problem haben. Aber nutzt die Ulti und down ist es. Gem wurde aufgepickt, somit... Aber der Kampf ist noch nicht zu Ende. Jetzt ist Wraith King wieder drin. Torrent trifft und verhindert damit, dass die Quap noch gedeift wird. Puh, was ein undurchsichtiger Teamfight hier. Und 3 zu 3. Aber mit der Aegis. Actually, tatsächlich. Ja, gut, okay. Ja, das zählt ja nicht. Alles benutzt hier: Boot, Chrono, Mystic Flare, Sonic Wave. Alles draufgeworfen, was es gab. Und von Northern Lions. Ja. Swap und Static Storm. Und natürlich Reincarnation. Von daher, das Potenzial liegt gerade definitiv bei Northern Lions. Und vielleicht sollten sie da nicht so tief rein sein. Hier direkt auch die Reincarnation gebracht. BKB ist jetzt auf 7 Sekunden unten. Aber vielleicht sollten die Supports auch nicht so weit vorne sein.
die direkt umgebracht und Exorcism raus. Northern Lines committen. Ohne die Ultis ist es vielleicht möglich. Chrono ist wieder da, Mystic Flare ist auch wieder da. Schöner Blink raus. Und jetzt ist nur die Death Prophet da, die auch noch immer noch durchgehend Damage mit dem Exorcism macht. Titaner geht down. Dafür hat die Quap gesorgt. Scarlet Mage kriegt den Last Hit. Und Death Prophet wird gesaved. Aber die Frage ist, wie lange es reicht. Das Olds könnte ausreichen, um... Ja, jetzt kommt tatsächlich wieder das Leben rein. Und sie überlebt das Ganze. BKW wieder ready für Wraith King. Der nach vorne blinkt und den Scarlet Mage sich holt. Aber Kunkka... Oh, 7 Sekunden. Die Teamfight ging 60 Sekunden, da wäre beinahe sein Ulti doppelt wieder da gewesen. Will sich hier nicht mit der Quap anlegen. Und kommt mal mit dem Leben davon. Puh, Northern Lions haben tatsächlich relativ hart dafür bezahlt, dass sie hier in so einer Engstelle kämpfen. Gegen Chrono, gegen das Schiff. Und bezahlen 2 zu 4 mit dem Teamfight. Richtig Dollar XP String. Und noch einiges in Gold. Bunker 1300, Quap 1300. Geht ein bisschen nach oben, aber in XP und Gold, Northern Lions waren bei 10.000 vorne. Versuchte jetzt das Ganze zu nutzen, aber es hat nicht ganz gereicht. Daedalus online für Kunkka. Crystallus online, Daedalus kommt bald. Das ist auch noch so ein weiterer Punkt, wo die Möglichkeiten auf jeden Fall für Chili Willy doch sich ein bisschen vergrößern. Denn so ein schöner Crit in... Die Supports sollte da relativ schnell dafür sorgen, dass die Supports down fallen. Ja, ja, ja. Wraith King hat aber auch den Kunkka fast eingeholt. Mal gespannt, sollte jetzt hier auf eine Assault Kürass gehen. Wird natürlich auch einen Refresher bauen, um noch ein paar mehr Leben zu haben. Aber ich glaube, das ist eher fürs noch spätere Late Game vorgesehen. Hin und her, das Spiel ist noch nicht gewonnen für Northern Lions. Waren jetzt ein bisschen weit vorne. Aber 9000 Gold, 9000 Net Worth nach 38 Minuten ist ein Vorteil, aber noch längst kein spielentscheidender Vorteil. Und Chili Willy nutzen erstmal die Zeit und sagen sich, okay, der hat hier 2 Tower unten, sollte jetzt mal down gehen. Denn wenn der down ist, ist auf jeden Fall Roshan schwieriger für Northern Lions, denn jetzt kommen wir auch in die Gegend, wo Buybacks im Kampf, besonders um Roshan, wichtiger werden. Und da ist der Tower hier doch von strategischer Wichtigkeit. Aber müssen sich zurückziehen. Northern Lions sind da, können das Ding defenden. Und back to farming. Korb ist natürlich reasonable gut im Split pushen. Und auch der Kunkka sowohl als der Faceless Void können da mithalten. Bei, ja doch, Kunkka hat einen Blink Dagger, von daher ist das Split pushen relativ einfach. Aber so eine Glimpse kann halt immer dafür sorgen, dass hier Leute fallen. Kunkka wäre beinahe gestorben, wenn sie Vision hätten. Aber die Vision auf dem oberen, auf dem links oberen Teil der Karte ist für beide Teams gerade sehr, sehr eingeschränkt. Finden ihren Kunkka, aber nicht reagiert. Weil Skeleton King ist in der Mitte, will die Quap finden, aber hat nicht rechtzeitig gereicht, noch keinen Basher. Oh doch, doch, komplettes Abyssal Black gekauft. Aber gerade so rechtzeitig das BKB angemacht. Sonst wäre er da auf jeden Fall ziemlich schnell tot gewesen. So, alle Ultis von allen Seiten sind online. Buyback-Status sieht... Ja, sieht von beiden Seiten, die Carries sind soweit ready. Kunkka will da rein und benutzt mal wieder das Ganze. Und Kunkka hat das tatsächlich gebraucht. BKB ist jetzt sehr, 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 sehr frühzeitig angewiesen. War vielleicht ein bisschen zu früh. Dieses Void ist da drin und Chrono noch nicht benutzt. Geht hier down, ohne die Chrono zu benutzen. Wollte sie benutzen. Schöner Dodge mit dem Oils auf die Mystic Flare. Und jetzt liegt es an Quap zu sterben. Okay. Finger drehen um. Faces Void hat Buyback gemacht. Kunkka Buyback. Und bringen sich leider gegenseitig um. Nicht ganz. Glimps holt ihn zurück auf den Boden der Tatsachen, geht down. 3 Heroes tot für die Seite von Chili Willy und das sieht nicht so gut aus. 4 Tote, 0 auf den Seiten von N-Lions, die hier auf den Sidelines sind. Ersten Rex down und das könnten auf jeden Fall 2 Lands of Rex sein, wenn nicht sogar mehr. 70 Sekunden für
Es ist Void und das GG kommt raus. Chrono ist zu lange auf Cooldown. Sonic. Das Boot ist auf Cooldown. Okay, das Boot ist jetzt auf Cooldown. Aber da ist nichts zu machen. Schönes Ende eines langen ersten Qualifiers hier. Zwischen Northern Lions und Chili Willy in der SL Think Fast Razor League. Und ja, wir haben noch drei dieser wunderschönen Qualifiers vor uns. Nächste Woche, übernächste Woche, übernächste Woche und übernächste Woche. Oder so. Ja, ein schönes Spiel. Ich hoffe auf weitere schöne Spiele. Das Spiel um Platz 3 und das Spiel um Platz 4 und so gibt es auch noch. Von daher gibt es hier vielleicht noch weitere Games. Aber für heute erstmal Schluss. Ich bin Sisterson und ihr, wenn ihr das auf meinem Stream seht, könnt ihr das auf YouTube dann später nochmal angucken. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.